Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Unseren Bestimmungen zufolge so, jetzt muss auf ich einmal, dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Was für eine Anlage? Oh. Gut. Das sieht doch schön aus, schon mal, denke ich, hoffe ich. Okay, denken wir erstmal nach. Wo müssen die Schalter hin? Ah, hier, okay. So wird das schon mal nix. Gut, also gucken wir mal, ob wir die irgendwie anders herumleiten können. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich das damals gemacht habe. Zwei werden aber dann zu einem. Das ist nicht so das, was ich will. Wie war denn das nochmal? Irgendwo steht bestimmt irgendwas anders herum als sonst. Nee. Wir zählen jetzt mal mit ein. Das ist auch nicht die Lösung, oder? Oder doch? Schwampfutter. Gut. Den nehmen wir dann auch einmal. So. Hoppa. Das war zu einfach. Ja, nicht abkratzen, Freundchen. So. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Okay, ich hoffe, mit überflüssig meint sie nicht mich. Denn irgendwie ist sie jetzt bisher gar nicht so pissig drauf wie sonst immer. Dann gucken wir erstmal weiter. Und wann nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Was? Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Ja. Ach, was mache ich denn da? Tada! Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey! Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Lauf! Was? Lauf! Oh! Lauf! Ich schließe die Tür! Nur nochmal zur Erinnerung, ihr beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Okay. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Was? Los, los, los! Wir sollen nochmal gegen sie kämpfen, schade, oder? Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Huch, hoppala. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Sollte ich doch? Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Tut mir leid, aber ich will das Reh sehen. Was? What? Nervengift. Ja, einmal so ein kleiner Joke nebenbei. Das muss ja auch mal sein, ne? Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir,
Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Sehr dumm. Oh. Oh. Hoppala. Was? Oh, da bist du. Na los, na los! Jo, bin schon hinter dir. Oh nein. Was? Was passiert da drin? Ich weiß es nicht. Du da raus? Oh oh. Du musst ja irgendwie wieder raus. Versuch, hierher zurückzukommen. Ich höre Schüsse. Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es zu spät ist, ich hab's zumindest versucht. Ich bin dir nicht böse. Aha. Dir geht's gut, super, los. Ja. Was? Oh, Entschuldigung. Ich hier lang, hier lang. Maus, ihr wisst schon. Geschütztürme! What? Oh. Oh, 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 los, oh, los. Oh, aua. Ich Vollidiot, ich hätte ja was machen können. Bin ich mal auf. Hier geht's gut, super, los! Ja, was? Wie, ja, nochmal gucken. Hier lang, hier lang! Also ich hab nur einen gesehen. Müssen wir da los, rein? Los, los. Nein, oder? Nö. Da ist der Ausgang, wir haben es fast geschafft! Ja. Hier lässt alles zusammen. Geht doch. Schnell, hier lang. Oh. Bin ich da lang gegangen? Was? Achso, Fahrstuhl. Ja, alles klar. Ich hab's geschafft, geschafft! Wow. Wir nehmen uns auf der anderen Seite. Was? Oh. Bisher sind wir eigentlich noch gut auf dem Weg zur Flucht. Teil 5, die Flucht. Alles klar. Huch. Ja. Oh, klasse! Oh, hey. Du hast es geschafft. Ja. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Okay. Was ist los? Was? Okay. Okay, nicht bewegen. Ja, ich bleib mal stehen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Ah! Was? Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Keine Ahnung. Und jetzt? Oh. Ganz schön dunkel hier, was? Yep. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Ja. Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, okay. Oh, schön gemacht. Ja, danke. What? Oh, oh. So lange will ich hier nicht bleiben, ehrlich gesagt. Oh. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ja. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet.
Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Was? Achso, okay. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, bestimmt. So und so. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, so. Ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ja, mich gerade eben stinken, ne? Wow. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Jo, danke. Jawohl. Also hier ist... Ist so. Ja. Da geht's wo weiter. Und gehen wir hier weiter. Reicht das schon wieder? Anscheinend wohl ja. Gut. Dann wollen wir mal weitersehen. Wir haben ja noch eine Menge Zeit. So. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay. Aber was denn doch? Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Nicht gleich eine Ahnung habe, wie, dann würde ich das vielleicht sogar tun. Ah ja. Aber auf das Band muss ich auch noch mal treten. Oh. Oh. Ich bin anders. Oh, du bist anders. Ja, you're welcome, my friend. Ups, tut mir leid. Thank you. Ja, immer noch you're welcome. Ups, tut mir leid. Okay. Okay. Oh. Gewehr, stopp. Ziel anvisiert. Oh. Werden also die Modelle getestet, ob sie auch funktionieren. Was? Vorlage. Sag mal, ist unser Kumpel da drin schon? Oh. Vorlage. Antwort. Mhm. Vorlage. Antwort. Oh. Oh. Antwort. Vorlage. Antwort. Oh, klasse, du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Was denn? Vorlage. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vorlage. Vielen Dank.
Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Jetzt. Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Fertig, gehackt. Antwort. Ja, gut so, hol den Turm raus. Na dann. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Oh, fällt dir etwas ein? Nee. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Scheiße, alles abgespeichert. Antwort. Hallo. Na toll. Denkst du noch nach oder was ist los? Hey, warte mal, wo gehst du hin? Ich muss mal kurz verschwinden. Na schön, Vorlage. Tu, was du denkst, Antwort. Komm aber gleich wieder. Was ist bei mir ein dieser kaputten Roboter? Vorlage. Nee. Antwort. Ich kündige. Was? Vorlage. Ach so. Antwort. Hallo. Vorlage. Sag Antwort. Mal, was geht da drüben vor? Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Du hast mir den Hintern gerettet. Vorlage. Dann. Antwort. Das ging ja mal gerade richtig daneben. Antwort. Ich wollte ihn eigentlich weiter im Griff behalten. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Antwort. Antwort. Komm mal mit. Vorlage. Antwort. Komm schon. Vorlage. Antwort. Was hast du da? Tada! Was machst du? Antwort. Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts Antwort. Taugen. Genial. Okay, ja. Du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Antwort. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Vorlage. Antwort. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Gerade eben erst. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Ich kann weder husten Schön. Noch reden. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Nervengiftanlage, rechts. Hä? Was? Das soll doch wohl ein Witz sein. Dann gehen wir wohl nach links, oder? Jo. Wenn er schon das Licht mir hier mitleuchtet, wenn er mitkommt. Hä? Ein Klassenzimmer von Aperture Science. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Und was ist das? Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ja, wenigstens etwas. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Mhm. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier weiter. Oh! Oh! Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Ja, sehe ich schon. Okay, hier lang. Gut, dann gehen wir da lang. Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Break. Und dann, ja, sehen wir uns wohl beim nächsten Mal wieder. Na gut, wir lassen erstmal hier noch kurz ein bisschen verweilen und so. Gut. Gut, gut, gut. Also ab dieser Stelle hier sage ich jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.